Ja, liebe Kickers-Freunde, bei mir steht heute unser letzter oder vermeintlich letzter Neuzugang, der Markus Obernosterer. Wie heißt es so oft, das Beste kommt meistens zum Schluss. Ja, danke, das ehrt mich, aber wie gesagt, für mich war wichtig, jetzt, dass ich schnell einen Anschluss finde für die, zu der Mannschaft. Ich bin jetzt 2 Wochen da, habe jetzt 2 Wochen voll mittrainiert und ich glaube, die Jungs haben mich gut aufgenommen und jetzt bin ich einfach froh, dass ich da bin. Ja, du kennst ja, ich glaube, wenn ich mich richtig daran erinnere, hast du mit Mijo Tunjic zusammen in Elversberg gespielt und da habt ihr eigentlich richtig gut harmoniert. Spielt das Gedanken bei dir irgendwo mit? Ja, ist richtig. Mijo kenne ich schon lange. Gute Zeit gehabt mit Mijo und Tobi Feistammel. Also wir waren eigentlich immer im Kontakt. Jetzt auch über die Jahre, wo wir uns nicht mehr so oft gesehen haben. Und wie gesagt, ja, natürlich ist es super, wenn man schon mal 2 Spieler von Anfang an gut kennt. Aber grundsätzlich sind wir im Fußball, wir kennen immer eine neue Mannschaft und ja, die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich fühle mich echt wohl da und ja, wie gesagt, ich bin jetzt froh, dass ich da bin. Rein ligamäßig war es ja eher ein Abstieg von Saarbrücken nach, zu den Kickers, also von der Regionalliga in die Oberliga. Wir haben jetzt mit Ramon Gehmann einen neuen Trainer. Wie ist da das Training? Ist es hart oder ähnlich wie beim Regionalligisten? Was kannst du dazu sagen? Ja, also so von der Infrastruktur und vom Umfeld ist eigentlich ganz gleich, also absolute Profibedingungen. Wir haben eine super Kabine, wir haben Whirlpool, wir haben Kältebecken, wir haben einen professionellen Physio, wir trainieren vormittags. Also von dem her ist eigentlich fast kein Unterschied. Von dem her ist eigentlich wie in Saarbrücken eigentlich. Zum Schluss noch die Frage: Was ist die Lieblingsposition von Markus Obernosterer? Wo siehst du dich am stärksten, wo du der Mannschaft am meisten weiterhelfen kannst? Ja, am liebsten, ich spiele einfach Mittelfeld, wenn es geht, irgendwie zentral, habe ich viel Einfluss aufs Spiel, kann selber Chancen kreieren, kann zum Torabschluss, kann Tore vorbereiten. Also wie gesagt, da spiele ich schon am liebsten, aber jetzt ärgert mich heute nur das Spiel und deswegen ist es nicht so gut gelaufen heute. Ja, das wollten wir nicht sagen. Wir sagen dafür einfach auf die Blaue. Auf die Blaue, ja, und hoffentlich jetzt nächstes Spiel gewinnen und dann hoffen wir, dass wir uns vorne festsetzen können. Alles klar, super. Passt. Super. Danke dir.